Die Stimmung kippt. Das gilt sowohl für die Aktienmärkte als auch für die Stimmung offenkundig der deutschen Bevölkerung in der Energiekrise oder der europäischen Bevölkerung. Denn eins wird immer klarer: Diese massiven Preisanstiege, die bringen sowohl Verbraucher als auch Firmen an den Rand des Möglichen. Und dann hört man bestimmte Vorschläge aus der Bundesregierung, die einen dann schon etwas erstaunt zurücklassen. Und all das bedeutet natürlich höhere Inflation, höhere und vor allem dauerhaftere Inflation. Und das schießt dieses Peak Inflation Narrativ doch relativ stark an, auf dem die Rallye der Aktienmärkte in den letzten Wochen basierte. Und wir schauen uns jetzt mal diese Gemengelage an. Wir hatten am Freitag zunächst mal vor allem beim Nasdaq Rücksetzer von 2%, S&P weniger, Dow Jones sogar unter 1%. Aber es hat schon deutliche Rücksetzer gegeben, die wir gesehen haben. Defensive Sektoren waren vor allem gesucht. Wenn wir hier uns mal die Wochenkerzen anschauen, das war die erste negative Wochenkerze nach vorher 4 Wochen zu gewinnen. Wir sehen unten in dieser Grafik den Bullish and Bearish Signals Chart von des Nasdaq 100. Das dreht nach unten. Der Nasdaq war der schwächste der großen US-Indizes, vielleicht mit dem Russell 2000 zusammen. Und wir sehen, es sind vor allem hier auch Dickfische wie Google, wie Amazon, wie Meta, die hier stark nachgelassen haben. Die Woche hat ja super begonnen mit Party, aber dann mit eher bärischen Tendenzen geendet. Und einer der Gründe oder zwei wesentliche Gründe sind einerseits die Dollarstärke. Wir sehen diesen sehr, sehr heftigen Anstieg des Dollars in der letzten Woche. Der scheint weiterzugehen. Euro-Dollar kurz vor der Parität inzwischen. Und wir sehen, dass die Renditen für Staatsanleihen, hier etwa die 10-jährige US-Staatsanleihe, deutlich nach oben gegangen ist. Das heißt, die Anleihenmärkte spielen eine komplett andere Situation als die Aktienmärkte. Die Anleihenmärkte gehen von einer nicht ganz so schnell abebbenden Inflation aus. Und vor allem einer der Faktoren, der die Stimmung so ein bisschen verhagelt, ist auch Krypto, ist Bitcoin etwa. Hier sehen wir, dass es weder als Inflationshedge offenkundig dient. Es ist ziemlich stark korreliert auch mit der Stimmung an den Aktienmärkten. Sonstiger Risiko-Assets, es ist nicht wirklich als defensives Instrument, als Hedge irgendwie zu gebrauchen. Und hier sehen wir so einen Sketch, wo ein Junge zu seinem Vater sagt, ich habe dauerhaft hohe oder ganz hohe Inflation vorausgesagt. Fragt der Vater, ja, wie viel Dollars hast du Gewinne erzielen können? Und sagt er, ich habe Gold und Bitcoin gekauft. Naja, Gold hält sich ja einigermaßen, wenngleich auch natürlich nicht so richtig super, aber im Vergleich zu Bitcoin deutlich besser. Was hat diese Rallye noch stimuliert? Es waren vor allem Hedgefund-Eindeckungen. Hier sehen wir Most Shorted Stocks in Relation zum S&P 500. Diese Most Shorted Stocks deutlich stärker gestiegen. Das war also schon ein heftiges Short-Covering vieler, die hier auf der Seite standen, dass die Aktienmärkte erstmal weiter fallen. Und jetzt kommen wir zu zwei Analytikern. Mike Wilson von Morgan Stanley, der sehr akkurat war bisher, der sagt, zum Jahresende wird der S&P 500 bei 3.900 Punkten stehen. Das wäre ein Rückgang von 8,8%. Subramanian von der Bank of America sieht sogar einen 16% Rückgang. Und das Argument derjenigen, die dieser Rallye skeptisch gegenüberstehen, ist auch das, das ich habe, nämlich selbst wenn die Inflation peakt, die wird nicht schnell genug fallen, dass die Fed wirklich mit dem Zinsanhebungszyklus aufhört, beziehungsweise schon den Zinssenkungszyklus beginnt. Und da hatten ja viele gesagt, ja, man sollte auf jeden Fall nicht den Zinssenkungszyklus verpassen. Jim Paulson, meine zweitbeste Freundin Cathy Wood und so weiter. Hier sehen wir mal einen Tweet von Jerome Blockland, dass Ökonomen immer erwarten, dass die Inflation bald auf 2% zurückgeht. Das sieht man in der Vergangenheit. Und was ist passiert? Die Inflation ist immer weiter nach oben gegangen. Die Prognosen waren also alle falsch. Und faktisch ist diese Inflation ja auch höher. Und das ist der Grund, warum die Fed gegen sie agieren muss. Hier sehen wir mal die durchschnittlichen Kosten. Utility, also Versorger, Gasoline, Benzin, Food at Home, Electricity, dann sehen wir, dass hier die Inflation in diesen Bereichen um 30% etwa gestiegen ist. Also das ist schon heftig, da muss die Fed agieren, auch wenn es eine Rezession auslöst. Das erwarten inzwischen 97% der befragten Firmen, die man hier in einer Umfrage
des FBN befragt hat. Also da ist man entweder schon in einer Rezession, wir waren ja 2 Quartale negativ, oder man kommt in eine Rezession. Gleichzeitig sehen wir, dass zum Beispiel die Gewinne der FANG-Stocks, wenn wir das jetzt mal Real Revenue oder die Umsätze der FANG-Stocks, Revenue nicht Gewinne, sondern Umsätze, dass die abzüglich von Inflation negativ sind, das erste Mal seit 2 Jahrzehnten. Also das stellt dann eine Bewertungsfrage auch aufgrund der Inflation. Und was machen die Firmen? Die machen immer mehr Buybacks, kaufen immer mehr eigene Aktien zurück. Auch das war ein Treiber der Rallye. Aber in Relation zu Investitionen, zu CapEx, sind wir jetzt bei 114%. Das heißt, man kauft mehr eigene Aktien zurück, als man sonst in sein Geschäft investiert. Eine verhängnisvolle Entwicklung aus meiner Sicht und auch ein Risiko. Was passiert, wenn ich jetzt Aktien kaufe nach der Rallye meines eigenen Unternehmens und wir kommen dann runter? Das ist dann ein bisschen schwierig. Diese Woche, da sehen wir einige Konjunkturdaten, die wichtig werden, aber wir sehen vor allem Jackson Hole, wo dann am Freitag 16 Uhr der gute Jerome Powell sprechen wird. Eigentlich war selten große Bewegung bei den letzten Auftritten von Jerome Powell. Es gab 2018 mal einen dicken Rücksetzer, denn da hat er praktisch gesagt, wir werden weiter die Zinsen anheben, diese Bilanzreduzierung, ähnlich wie heute. Damals ging es deutlich nach unten, aber sonst passiert in der Regel nicht viel. Auch die Optionsmärkte preisen da gar nicht so viel ein. Es gibt verschiedene Szenarien jetzt für die Aktienmärkte, verschiedene Korrelationen. Wir haben etwa eine 91%ige Korrelation zwischen dem Kursverlauf des S&P 500 2022 und 2008, Finanzkrise. Wir haben aber auch eine 90%ige Korrelation mit dem Jahr 1962, danach ging es dann deutlich nach oben. Also es gibt, wenn man das Ganze zusammenfassen will, Argumente aus diesem Chartverlauf für Bullen und auch für Bären. Kommen wir jetzt zu China, hat jetzt wieder mal die Zinsen gesenkt für die 5-Year Loan Prime Rate von 4,35 auf 4,30%. Und man hat auch die One-Year-Loan-Prime-Rate gesenkt, allerdings alles nicht so stark wie erwartet. Wir sehen, dass der Yuan weiter verliert. Das ist eine schleichende Abwertung, die da passiert. China hat jetzt innerhalb einer Woche 2-mal die Zinsen gesenkt. Das deutet darauf hin, wie stark dieser Abschwung im Reich der Mitte ist. In Chongqing etwa, einer Mega-City, im Verwaltungsbezirk zumindest von über 30 Millionen Menschen. Und da werden jetzt Strom abgestellt in Shopping-Malls, früher abgestellt. Also man versucht jetzt irgendwie Strom zu sparen. Und das scheint auch unser Thema zu sein. Hier hat Habeck jetzt gesagt, wir werden einen schweren Winter haben. Wir müssen erwarten, dass Putin weiter die Gaszufuhr reduziert. Wir sehen hier rechts oben deutsche und französische Strompreise schießen weiter durch die Decke. Ein Top-Ökonom warnt vor langen, harten Jahren. Ja, das könnte so kommen. Und Nagel, der deutsche Bundesbankchef, auch bei der EZB, sagt, wir brauchen mehr Zinsanhebungen, auch wenn wir dadurch in eine Rezession fallen. Wir sehen jetzt die Gaspreise, nachdem Gazprom ja angekündigt hat, ab 31. August für 3 Tage wieder kein Gas durch Nord Stream 1 zu schicken, dass wir wieder mal gut 8% jetzt gestiegen sind. Wir haben Schulden jetzt von 1,7 Billionen Euro dieser Energie- und Utility-Firmen hier in Europa. Und dieser Gaspreis, den wir derzeit haben, der wäre in etwa vergleichbar mit 410 Dollar beim Ölpreis. Das muss man sich mal vorstellen, also mehr als das Vierfache. Das bringt Unternehmen in Schieflage, das wird Konsumenten in Schieflage bringen. Der Zinssatz der EZB ist übrigens praktisch nahe der Nulllinie. Hier sehen wir mal eine Verteilung etwa der weltweiten Situation. Was ist eigentlich, woraus gewinnen wir Energie? Hier haben wir die fossilen und die Erneuerbaren. Die Erneuerbaren sehen Sie hier ganz dünn und grün. Hier schreibt der bösartige Wall Street Silver, jeder, der glaubt, dass man ganz schnell eben diese fossilen Energieträger ersetzen kann, der bekommt bald eine Lektion in Mathematik. Entweder muss er sich mit der Realität beschäftigen oder die Realität wird sich mit demjenigen beschäftigen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, derzeit beschäftigt die Realität sich mit uns und wir weniger uns mit der
Realität zumindest das, was die Politik betrifft. Das sehen wir dann etwa in solch genialen Vorschlägen von Herrn Kretschmann, der sagt, ja, Waschlappen statt Dusche, damit könnte man doch Energie sparen. Also man hat das Gefühl, wir werden hier so Stück für Stück ins Mittelalter zurückgeschossen und sollen das alles auch noch ganz toll finden. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen schwierig und irgendwie nicht gerade ein Zeichen, dass es hier bergauf geht, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Habeck hat jetzt wiederum ausgeschlossen, die Atomkraftwerke zu verlängern. All das wäre sicherlich kein Allheilmittel, aber es würde die Not vielleicht ein bisschen lindern. Es wäre ein wichtiger Beitrag zum Energiemix, wenn man die drei bestehenden und die drei noch nicht abgebauten Atomkraftwerke, die vorher stillgelegt wurden, wieder aktivieren würde. Würde helfen, aber wir wollen ja ein bisschen Energie reiten. Das geht auf Kosten der Leute hier. Jeder zweite Deutsche wird etwa finanziell immer mehr an seine Grenzen gelangen, so sagt es der Sparkassenchef. Und all das schlägt sich dann natürlich nieder, auch in den Zustimmungswerten. Immer mehr unzufrieden mit der Bundesregierung, vor allem immer mehr unzufrieden auch mit Olaf Scholz. Das ist die Konsequenz, wie es aussieht. Gaspreis steigt auch heute früh dramatisch an. Ein aktueller Artikel, warum das so ist. Erste Empfehlung, die ich Ihnen geben möchte. Zweite Empfehlung, wie die EZB die Zinswende verstolpert und den Euro schwächt. Nummer 2 und Nummer 3, wenn Sie jetzt mal wissen wollen, wie ist die Gemengelage an den Märkten, dann hilft Ihnen Wolfgang Müller, S&P 500 und Nasdaq, die Korrektur ist da, kommen jetzt neue Tiefs, also drei Artikel, die ich Ihnen anempfehlen möchte. Und jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in diese Woche. Ich sage Servus und Ciao.